So, ihr habt es geschafft. Hier habt ihr einen Disclaimer, weil meine Videos anscheinend nicht unkompliziert genug sind. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Also Petri weiß jetzt Bescheid, ne? Herzlich willkommen zurück bei Lost Ark. Wir machen ein kleines Video, ein ganz kleines Video. Wir machen ein kurzes Update. Gruppenfinder-Video war ja vor kurzem jetzt. Ich verlinke euch das in meiner Beschreibung, solltet ihr es nicht gesehen haben. Zwei kleine Ergänzungen und ein Lost-Kommentar. Okay, ein Lost-Kommentar, wie ihr wollt, ich will es auch. Ich fand den so großartig, ich fand den super gut. Erst einmal, eigentlich habe ich gar keine Zeit, ich bereite gerade, wir haben 17 Uhr, Stunde ist Stream, also ich muss noch Dailies ein bisschen machen, vormachen und dann Argos nachher und wird super. Auf jeden Fall, kurz was zum Gruppenfinder. Eine Info, die ich gedroppt habe, hätte ich vielleicht etwas genauer droppen sollen, das ist vielleicht ganz wichtig. Ich habe gesagt, ich bin mit meinem Paladin abgelehnt worden. Mein Main-Paladin, das ist so auch richtig, ne? Das ist jetzt aber nicht dauerhaft passiert. Das hätte ich vielleicht nochmal sagen. Es war eine Info, die habe ich so reingeslidet, die waren jetzt nicht so genau. Das passiert natürlich jetzt nicht dauerhaft. Ich bin gestern, glaube ich, nochmal, musste ich einen Argos beim MP3. Ich habe auf Anfrage geklickt, zack, drinne. Also, ruhig in der Suppe, ne? Ein Paladin wird natürlich angenommen, ne? Ich wurde einmal nur nicht angenommen, was ich sehr wild fand, weil eigentlich haben die was Krasses gesucht und... Aber, ja, Paladin werden natürlich angenommen. Die Schildkröte, Kungulanium. Da ist es mittlerweile so, ihr werdet aus der Lobby geschmissen, wenn ihr keine Bombe schmeißt. Ach, großartig. Ah, und leider kann man es jetzt auch nachvollziehen. Es steht ja im Chat, ob du eine Bombe geschmissen hast oder nicht. Das heißt, es ist auch scheißegal, warum du nicht geschmissen hast. Warst du Gedanken oder sowas? Schmeiß keine Bombe, zack, raus, hol den nächsten. Das macht in meinen Augen eigentlich keinen Sinn, weil dann verschwendest du ja trotzdem deine Bomben. Und der Run dauert dann dreimal so lange. Aber gut, jedem das seine. Und wobei jedem das seine sind. Ich habe einfach mal eine grobe Frage an euch. Einfach eine ganz, ganz grobe Frage. Spreche ich undeutlich? Spreche ich hin und wieder mal Spanisch? Dass ich euch was über den Gruppenfinder erzähle und einfach mal, auf einmal die Sprache wechseln, verstehe ich nicht. Ich meine, ich gucke mir das Produkt ja selber nochmal an, was ich da gerendert habe, um zu gucken, ob da ein Fehler drin ist. Manchmal sehe ich sie nicht. Aber warum war das letzte Video jetzt so unverständlich? Abdel hat es nämlich nicht geblickt. Abdel, was ist denn da los? Als Reminder, falls ihr keine Lust habt, das Video zu gucken, das Gröbste, um was in diesem Video ging. Ich habe Kritik geäußert an Vorgaben, die Spieler an andere Spieler stellen im Gruppenfinder und gesagt oder eine Position aufgestellt, zu wessen Problemen das in Zukunft führen kann. Das ist die Kernaussage. Gruppenfinder, hohe Anforderungen, Problem. Also, Petri, für dich, nochmal, du findest meine Videos immer so sehr kompliziert. Ganz, ganz wichtig für dich. Hohe Gruppenanforderungen, Probleme in der Zukunft. Scheiße! Richtig scheiße. Petri, soweit verstanden? Ja, war das deutlich genug? Doof. Ganz, ganz doof. Also gut, kümmern wir uns mal um Abdel. Also, sein Kommentar fängt an mit, sollte es nicht jedem Gruppenleader überlassen sein, was derjenige seine Gruppe haben will. Ja, sollte es. Das Thema war aber, zu was für ein Problem das führt. Ich habe niemandem abgesprochen, dass das nicht so machen soll. Ich habe nur empfohlen, es nicht so zu machen. Bin ich hier die höhere Instanz oder was? Wenn man mit 3-3 sein Daily Kungulanium machen möchte, niemand macht Kungulanium als Daily, der ist super scheiße, nervig, dauert viel zu lange, die meisten rennen Deskaluda. Kann man ja seine eigene Gruppe machen und Leute mit 3-3er Gravings einladen. Speziell nur mit 3-3ern? Oder darf ich auch 4-3er einladen? Der letzte Satz klingt übrigens so leicht wie ein Front. Das kann auch nur an mir liegen, weil ich zyklisch voll angeknackst bin. Aber im Großen und Ganzen hat dieser Typ nichts verstanden. Das ganze Video einfach nur Durchzug. Wie so üblich. Deswegen, ja, mittlerweile auch ein Disclaimer. Also, wir können festhalten, der hat nicht aufgepasst. Und einer meiner Zuschauer, der Buttness, ich grüße dich, hat ihm das auch zu verstehen gegeben, dass er das Video überhaupt nicht verstanden hat und sich dementsprechend völlig disqualifiziert. Die Diskussion, die daraus entstanden ist, auch der einzige Grund, warum ich dieses Video hier gerade mache. Weil ich fand das todeswitzig. Denn jetzt, das ging gar nicht. Also, dass ihm jemand sagt, dass er einen sinnlosen Kommentar schreibt und so, Junge, da ging es aber rund, du. Da wurden aber die Sachen ausgepackt. Entschuldigen Sie eure Hoheit. Vielleicht könnte mir dann der Sinn erklärt, oh mein Gott, wie schreibt der, werden auf weniger toxische Art und Weise. Ich weiß nicht, wo der toxisch war und warum muss die hier den Sinn erklären. Das Video war so piss einfach. Ihr Kommentar. Versuch's gar nicht erst.
Scheint viel sinnloser zu sein, Herr Fanboy, oh mein Gott, wer Fanboy als Beleidigung. Oh mein Gott, das ist so schlecht. Es ist so schlecht. Das ist auf demselben Level wie du hast du so und so viele Abos oder irgendein anderer Typ hat mehr Abos. Ach, nee, ganz doof. Ganz, ganz doof. Wirklich mein Bester. Gar nicht cool. Vor allem sein Kommentar war ja nicht sinnlos. Er hat dich ja darauf hingewiesen, dass du einen sinnlosen Kommentar geschrieben hast. Also daher, deine Antwort war übrigens echt, das war schon peinlich. Also Fanboy. Fanboy, wirklich? Darauf hat Hawking kurz Blatt gewalzt. Hawk kann das sehr gut, ne? Der ist ja lyrisch auf einem ganz anderen Level unterwegs. Dann ist Blattnis auch nochmal rein. Es ist hell. Wirklich, der Kommentar hat mittlerweile 18 Antworten. Er ist unter dem Gruppenfinder angepinnt. Also wenn ihr euch das komplett durchlesen wollt, ich habe jetzt nur einen kleinen Ausschnitt, weil das sprengt hier sonst den Rahmen. Aber liest euch das mal komplett durch. Er ist ehrlich, ich habe auch ein paar Beiträge geleistet. Wie schön. Letzte Nachricht, die ich hier gescreenshottet habe, war: Sei ruhig weiter mad, dass du einen geringen IQ hast. Alter, ganz ehrlich, sag mir, dass du zurückgeblieben bist, ohne mir zu sagen, dass du zurückgeblieben bist. Beleidige Leute mit ihrem IQ. Sag mal, wo bin ich denn hier gelandet? Sag Klettergerüst, haha, du hast eine nackte Frau geküsst. Oh Gottes Willen. Wie kann man sich so schnell so angegriffen fühlen? Verstehe ich gar nicht. Vor allem, der Ausgangspunkt ist, du hast nicht zugehört. Du hast nicht zugehört. Nicht mein Problem, dass du nicht sachlich argumentieren kannst, sagt er. Fanboy IQ versucht von oben herabzureden. Der kommt jetzt an mit sachlich argumentieren. Das ist so ein ApoRed-Phänomen. Kann das sein? Kannst dir nicht ausdenken. Das Geile ist, und nach Fame suchst. Nach Fame. Oh nein. Gottes Willen, wirklich. Der hat alles vereint. Wenn er nur diesen ersten Kommentar geschrieben hätte und einfach gezeigt hätte, dass er nicht aufgepasst hat, wäre ja alles gut gewesen. Aber der reitet sich so in die Scheiße. Wie kann man sich so in die Scheiße reiten? Wirklich. Ich habe mich eingenässt. Wirklich. Beim Lesen eingenässt. Oh mein Gott, das war echt ekelhaft, Alter. Das wieder aufwischt. Und das riecht ja auch nach einer Zeit ein bisschen unangenehm. Und ich bin ja auch nicht so der. Aber ist auch egal. Alter Falter, ey. Mann, 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 du. Da fehlt mal. Und ihr wundert euch, warum ich mich manchmal so aufrege. Ja, da drehst du doch bei durch, wenn du so eine Scheiße liest. Ich dachte, da walzen wir mal ganz kurz drüber. Ist ja nicht mal ganz witzig, so ein kleines Format, dass wir so ein paar Dullis herausheben. Das war ein spezieller Kandidat. Eieieiei. Petri, bist du soweit mitgekommen? War ja jetzt sehr, sehr viel Textnachricht. Also sag schnell Bescheid, sonst versuche ich das noch ein bisschen einzudampfen. Weil ich es lange nicht mehr getan habe, übrigens, ich bin jeden Mittwoch und Donnerstag ab 18 Uhr live auf Twitch. Also falls ihr da Lust habt, den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Da laufen wir den ganzen Content. Also versuchen, dem Problem entgegenzuwirken, welches im Gruppenfinale angesprochen wurde. Ihr braucht also Content und werdet nicht mitgenommen, weil alles kacke Hurensöhne sind. Dann schaut gerne bei mir im Stream vorbei. Ich freue mich auf euch. Einfach Folgen da lassen. Ihr kriegt ein Klingelsymbol oder eine E-Mail. Keine Ahnung, wie die das bei Twitch machen. Werdet ihr benachrichtigt hier. Der Boss der Bosse, Konter Plus ist live. Reinschallern ist super lustig mit uns. Argos Carry, Carry Runs, Waltern, bla 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 bla. Wobei Waltern, oh mein Gott, über Waltern könnte ich ein eigenes Video machen, Alter. Was ist mit dem? Weißt du, wenn du bei Waltern mehr Zeit brauchst als bei Weikes Haar, dann weißt du, irgendwas läuft hier verkehrt. Aber ich möchte mich nicht aufregen. Wie gesagt, ich muss gleich eh nochmal hier. So, das wär's. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Wie gesagt, Link zu dem Video ist in der Beschreibung, um was es hier eigentlich die ganze Zeit ging. Da findet ihr auch den angepinnten Kommentar und könnt euch die ganze Spalte aber kurz angucken. Es wird herrlich. Lest euch das durch, Alter. Wirklich. Nehmt euch Popcorn mit, ne? Noch schön, eine schöne Spezi dabei. Spezi! Und da habt ihr auf jeden Fall einen schönen Abend. Glaubt mir das. Aber nicht vom Einschlafen durchlesen. Glaubt mir das, ihr schlaft die Nacht nicht. Ihr seid zu sehr mit Lachen und Weinen beschäftigt. Also bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Vergesst nicht das Däumchen, das ist ein Träumchen und ein Abo ist auch immer sehr, sehr fein. Gibt demnächst ja noch ein bisschen Content, ich weiß gar nicht, welche Zeit ich dazu nehmen soll. Oh, auf jeden Fall, ich hoffe, es wieder hat Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und natürlich auf Twitch, göttlich. Bis dahin, haut rein, man sieht dich. Tschüssi.